Hallo zusammen zum Wochentalk. Samstag, 6 Uhr geht der Talk online. Ich rede darüber, was mich so beschäftigt, was uns Frauen so beschäftigt oder was ich in der Woche so vorhabe, getan habe, erlebt habe. Also querbeet, ein Kessel Buntes aus dem Leben. Heute rede ich unter anderem über ein paar Vitamine. Ihr hattet mich gebeten, dass ich, jetzt habe ich ja schon ein paar Wochen die genommen, diese Vitamine, diese Nahrungsergänzungsmittel, was ich nehme, was ich empfehle, völlig, also meine persönlichen Empfindungen, ich werde nicht dafür bezahlt, ich werde nicht gesponsert, ich habe keinen Code, das ist mein Ding, mein absolut persönliches Ding, welches ich als Frau mit 61 Jahren an euch weitergebe, empfehle. Und dann geht es um die Kopfhaut, etwas Natürliches. Ja, und ich hatte doch letztens über Vinted gesprochen, ne? Das ist übrigens herrlich, was man da so erlebt mit Menschen, die sich nicht entscheiden können und sich dann wundern, wenn andere schneller sind, weil über diesen Geldbeutel, man kann einfach bezahlen ohne, also da wird einfach ein Produkt verkauft, ohne dass ich da Einfluss drauf habe. Das macht einfach jemand und dann kriege ich die Nachricht, hey, das wurde verkauft, in dem Geldbeutel sind so und so viel, bla bla, ne? Und wenn sich dann Frauen aufregen, ja, wieso ist das weg? Und dann sage ich, ja, nee, das tut mir leid, da haben sich andere schneller entschieden, das ist halt so, ne? Ich habe es übrigens, dieses Tabak, ihr wollt immer gerne wissen, was hast denn du an? Das ist so süß. Und ich muss euch leider immer enttäuschen, weil ich kann nicht irgendwelche Neuigkeiten weitergeben, weil das alles Oldies sind. Ich habe immer Sachen aus meinem Kleiderschrank an und nicht, was ich mir gekauft habe. Es ist äußerst selten, dass ich mir mal irgendwas kaufe. Also dieses Ding, ich werde mich aber davon trennen müssen, weil es zu weit ist. Aber ich habe es jetzt mal an und ich habe es gestern auf Vinted auch eingestellt. Das ist ein Oberteil, das ist ein One-Shoulder-Oberteil von Hollister. Hat, glaube ich, 49 Euro damals gekostet. Ist ziemlich weit. Ist sogar eine XS. Also keine Ahnung. XS 34, nur. Also ich würde sagen, das passt nach 36, 38. Und das habe ich reingestellt für 15 Euro inklusive Versandkosten. Und vielleicht möchte ja jemand das Teil haben. Also es ist übrigens 40 cm hier breit und 62 lang. Ne? So. Also man kann auch ein kleines Bäuchlein darin kaschieren. So. Und alles andere ist nicht. Das sind alles Geschenke, Erbstücke, Mexiko, also Rosenquarz. Also kann ich leider nicht verlinken. Ist halt so. Ebenso die Sportsachen. Die Sportsachen, die ich anhabe in dem letzten Indoor-Walking-Video, kann ich auch nicht verlinken. Das sind, es ist eine Uralthose von Adidas. Da war Adidas noch gar nicht so en vogue. Die haben ja so ein Comeback gefeiert. Auch die Schuhe, das sind alles alte Klamotten. Es macht sich aber bemerkbar oder bezahlbar, genau, wenn man gute Sachen kauft, also wirklich schöne Sachen. Husch, husch, die Waldfee. Ja, ich werde nächste Woche, also am Donnerstag, genau, werde ich an die Ostsee fahren. Meine liebe Freundin Claudia und ich, wir machen das ein, zwei Mal im Jahr. Und jetzt haben wir festgestellt, das ist schon wieder ein Jahr her, als wir da oben waren. Wir werden wieder nach Warnemünde fahren. Und das ist so mein sehr schöner Freundin-Tag. Wir fahren so 2 Stunden von hier. Also wir fahren dorthin und frühstücken, nehmen uns einen Strandkorb, latschen da rum, gehen schön essen, vielleicht in 2, 3 Boutiquen gucken. Da gibt es immer ganz nette, ohne was zu kaufen. Also ich kaufe nichts. Ich nehme das jedenfalls vor. Ich meine, ich brauche ja eigentlich nichts, aber irgendwie so einfach so ein bisschen Ostseeluft schnuppern. Und das geht von Potsdam her relativ gut und schnell. Und auch Donnerstag ist ein guter Tag. Ist nicht so voll. Es ne? Ist kein An- und Abreisetag. Ja, dann war ich, da hatte ich ja einen Post auf Instagram gemacht. Dann war ich bei Hedwig Bollhagen. Meine Ostmädels wissen, wer Hedwig Bollhagen ist. Das war die Keramikerin des Ostens. In Marwitz, glaube ich, also saß sie. Da sind die Werkstätten auch. Da wird immer noch alles per Hand gemacht. Und es sind doch nur Pötte. Das war damals wie ein 6er im Lotto von Hedwig Bollhagen. Irgendein Teil zu ergattern, sei es ein Kerzenhalter, ein Aschenbecher, eine Tasse, was auch immer. Eine Kanne, keine Ahnung. Und wir waren also in diesen Werkstätten und in diesem Showroom. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist wirklich eine ganz tolle Keramik. Und ich mag die gerne. Ist auch sehr, sehr teuer. Aber die haben so ein ganz, das ist so ein
ganz tolles Dekor, welches mir sehr gut gefällt und welches zeitlos ist. Das ist schon, also hat Jahrzehnte überdauert und gefällt immer noch. Ist auch ein schönes Geschenk. Ich habe das auch an meine Kinder weitergegeben, die lieben es auch. Ja, also Hedwig Bollhagen. Hedwig Bollhagen. Werkstätten für Keramik. Die Mädels, die aus dem Osten kommen, die können sich vielleicht erinnern, wie begehrt diese Keramik war von Hedwig Bollhagen. Das ist jetzt hier in Marwitz. Und ich fand diesen Satz so schön. Das sind doch bloß Töppe. Guck mal, das sind doch bloß Töppe. Kunst. Ach ja, manche nennen es so. Ich mache Teller, Tassen und Kannen. Ich, für mich ist das klassische Blau, Weiß, Gelb. Das kenne ich noch aus der ehemaligen DDR mit den Pünktchen. Das war, glaube ich, mein erstes Design mit diesen Pünktchen. Da hatte ich so eine große Bowl. Mein Gott. Schön, ne? Wir freuen uns, wenn Sie uns liken. Na Mensch, siehst du, da machen wir doch mal Werbung hier. Wir freuen uns, wenn Sie uns liken. Boah, guck hier, wow. Ja, ja. Mein Gott. Alles Handarbeit. Also ich mag dieses gestreifte Muster, das Blau-Weiß-Gelb, das gepunktete und dieses. Du hast auch dieses, ne? Mhm. Auch das Blau ist gestreifte, ne? Blau ist gelber und ja. Dann gibt es noch ein anderes Blau. Quatsch, ein anderes Blau ist gelbes doch. Ja, das sind die Teetassen hier. Das finde ich auch sehr schön. Ja, alles Handarbeit hier. Seht ihr? Ja, und hier kann man hier mal reinschauen. Da stehen zum Beispiel so ein paar Rohlinge. Da hinten ist er wieder zu sehen. Die Frau Bollhagen, die nicht mehr unter uns weilt. Ja, das war schon eine Koryphäe. Das war was ganz Besonderes von Hedwig Bollhagen. Irgendwie so ein Teil zu besitzen. Mensch, ich erinnere mich, mein Sohn hatte damals so eine Tasse. So eine kleine Tasse, eine Kindertasse mit einem Pilz drauf. Oh. Also irgendwie ist es ja richtig wunderschön. Und das ist so, das mag ich so gern, das Gepunktete hier. Alles, was das Herz begehrt. Hier sind die Kindertassen. Mensch, wisst ihr was? Da könnte ich eigentlich meinem Enkel eine mitnehmen hier. Das ist ja süß. Oh. Ja. Das ist doch süß hier. Mit der Auguste, mit der ganz Auguste. Jedes Stück wird ungefähr 40 Mal in die Hand genommen, bis es im Regal landet. Also Deshalb ist es auch so teuer, ne? Na genau, und die Energiepreise sind gestiegen. Bei uns wird alles mit Strom leider, werden die Öfen beheizt, um zu brennen. Und die werden ja auf 1200 Grad geheizt und jedes Produkt wird zweimal gebrannt. Einmal, wenn es gemalt ist und dann nochmal, wenn die Glasur raufkommt. Okay, und Sie haben gesagt, es gibt doch so Werksführungen und dann kann man selber Keramik bemalen, das ist ja toll. Na Claudi, das machen wir doch mal irgendwann. Was hältst du denn davon? Und das sind dann Weihnachtskugeln. Und die sind doch ganz leicht. Also die fallen, oh Gott, aber meinen, die wären zu schwer. Aber hast du die Weihnachtskugeln gesehen? Das sind Weihnachtskugeln? Das sind Weihnachtskugeln. Schätzchen, das ist Ostereier. Das ist eindeutig rund. Ich dachte, das sind Ostereier. Aber Ostereier ist auch eine Idee. Nee, schön, oder? Ach, Ostereier gibt es auch. Ach, und hier. Was ist denn hier? Was ist das denn? Ach, das sind die kleinen. Guck mal,
Den habe ich damals geschenkt bekommen, den Weihnachtsmann. Ich erinnere mich an den da. Ne? Der ist es. Ja, guck mal, Rosmarin. So, von der Hedwig Bollhagen kommen wir zu den Vitaminen. Die Vitamine, ihr Süßen. Ja, was nehme ich? Ich nehme eigentlich gar nicht so viel. Nee, also ich habe mich entschieden für eine Firma, also nicht aus der Apotheke. Und zwar die Firma, habt ihr bestimmt schon mal gehört, die Firma Sunday. Sunday Natural. Ist eine deutsche Firma also. Die haben... Ich kann das ja mal einblenden hier oder hinhalten. Ich habe 5 Sachen, die ich dort nehme. Ich muss jetzt selber mal gucken, dass ich euch da nichts Falsches erzähle. Nee, ich erzähle euch nichts Falsches, auf keinen Fall. Also ich habe jetzt einmal hier, nee, das ist Omega 3. Das ist eine große Kapsel, großes Glas, dunkles mit 120 Kapseln, Lysin 500. Lysin sorgt für ein gesundes Wachstum und eine funktionierende Immunabwehr und eine erhöhte Infektanfälligkeit. Also bei mir war das der Fall mit Herpes. Ne? Dann sorgt es auch für den Kollagenaufbau und ist gut für die Haare, Nägel, hält das Haar und Nägel geschmeidig. Also das ist ja wohl eine Sache, die mir echt auf den Zeiger geht. Also diese Porosität der Nägel und der Haare, und da kannst du schmieren und machen, es ist wirklich, es ist unfassbar, wenn gewisse Hormone fehlen. Da ich keine Hormone genommen habe und nehme, fehlen mir gewisse Dinge und das wird eben alles alt. Und da muss man ein bisschen was zuführen. Und teilweise kann man gar nicht mehr durch die gesunde Nahrungsaufnahme kriegt man das oft nicht hin. Und ich hatte ja, weil ich mich ja nach Thailand so schlecht gefühlt habe, das hatte jetzt mit diesem Thailand-Urlaub wahrscheinlich gar nichts zu tun, weil ich war ja 3 Wochen ausgenockt und wusste nicht, was ist mit mir. Und hatte ich ja mal eine Blutuntersuchung und welchen Vitaminmangel ich habe. Und da ging es unter anderem um die B-Vitamine. Auch Vitamin B-Komplex, alle B-Vitamine plus 4 Kofaktoren, vegan. Am besten morgens nehmen, weil die Einnahme von Vitamin B unterstützt den Energiehaushalt deines Körpers, besonders auch des Gehirns. Also deine geistige Leistungsfähigkeit, in dem Falle meine, ist ein bisschen gestärkt. Und das ist immer ganz gut, das zum Essen irgendwie einzunehmen, wenn ihr irgendwas, also was Fetthaltiges ein bisschen. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Porridge oder Müsli isst oder eine Stulle mit Cashewmus oder Butter oder sowas, das ist ganz gut, das zusammen irgendwie einzunehmen, ne? Wenn man einen Vitamin B-Mangel hat, hat man meistens eine Blutarmut, Hautausschläge, entzündete, so schuppige Lippen, eingerissene Mundwinkel, das kennt ihr auch, ne? Eingerissene Mundwinkel, eine entzündete Zunge. Man kann Krampfanfälle bekommen oder eben auch Depressionen. Das hört sich natürlich alles nicht so toll an mit den Depressionen. Also Vitamin B-Komplex. Ihr Süßen, ich schreibe alles nochmal für euch in die Infobox. Ja? Das kann man sich alles nicht so merken. Ich habe übrigens lange gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte eine sehr, sehr liebe Freundin. Danke nochmal, Verena, dass du mir dabei geholfen hast. Sie ist ein absoluter Profi, was die Ernährungsergänzungsmitteln betreffen. Die hat mich wirklich sehr, sehr gut beraten. Und ich stand ja da in diesem Vitamin-Dschungel. Und ich bin ja auch Leuten aufgelaufen, wo ich dachte, ne, das ist toll, was die da erzählen. Aber letztendlich hing das immer mit irgendeiner Werbekampagne zusammen. Und das ist eben ein großer Fehler. Und hier hängt keine Werbekampagne dran, das ist Kirsti einfach. Die Kirsti, Gogo, die erzählt euch was über die Vitamine, die sie nimmt, ohne dass sie gesponsert wird. Und ihr wisst, hier ist Ehrlichkeit, Authentizität gefragt und die wird auch umgesetzt. So. Weiter am Text. Was haben wir? Wir haben dann dieses kleine Fläschchen Vitamin D3 und K2. Vitamin D3 und Vitamin K2 bestreiten einige Stoffwechselprozesse als Partner, während Vitamin D3 die Resorptionsfähigkeit des Darms für Kalzium erhöht und somit für einen normalen Kalziumspiegel im Blut sorgt, wird Vitamin K2 benötigt, um das Kalzium zum Erhalt normaler Knochen verfügbar zu machen. Insofern ist diese Kombi eigentlich ganz gut. Was passiert bei Mangelerscheinungen? Ich meine, gut, Sonne, ne? Ja, jetzt haben wir die Sonne, aber von September bis April ist es schon schwierig. Also besonders, wenn man ein bisschen älter ist, also Muskel- und Knochenschmerzen,
können das, also kann Vitamin D-Mangel verursachen, Muskelkrämpfe, selbst bei Säuglingen. Also ich sehe das ja schon, dass mein Enkel bekommt auch Vitamin D3. Da sind 300 Tropfen drin, also ich nehme die jeden Tag. Also weil, ganz ehrlich, mein Spiegel ist so gesunken. Dann haben wir Omega-3 und DHA und EPA rein, pflanzlich aus Algen. Das gibt es aus Fischöl und ich habe das aus Algenöl. Das sind 30 Softgel-Kapseln, die sollten im Kühlschrank aufbewahrt, denn auch immer zum Essen nehmen, zum Essen dazu nehmen, also am besten morgens. Und somit hast du praktisch die ganzen wertvollen Nährstoffe, werden verteilt über den Tag. Und also zum Frühstück nehme ich die immer ein. Omega-3 wirkt auf das Gehirn. Tja, das ist nämlich genau das Ding. Studien zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren als essentielle Nährstoffe dazu beitragen können, die kognitiven Funktionen zu verbessern, Entzündungen zu verringern und das Gehirn vor altersbedingten Schäden zu schützen. Ja, also es gibt ja das pflanzliche Omega-3 und es gibt das tierische, entweder Algenöl oder Fischöl. Ich habe mich, also ich kann das mit dem Fischöl nicht, da gibt es auch verschiedene, die dann mit irgendwelchen Geschmacksaromen, mit Zitrone oder was, Grapefruit versehen sind. Also ich lese hier, dass die Omega-3-Fettsäuren problemlos, also pflanzlich gedeckt werden können. Also Walnüsse sind noch ganz gut, Walnüsse und natürlich auch Fisch, also Lachs, fettigen Fisch. Aber das sind also jeweils immer eine Kapsel. Ich sage übrigens was zur Dosierung von Kapseln noch, was mich auch sehr wundert, da habe ich mich mit einer Ärztin darüber unterhalten. Und dann habe ich noch Zink. Zink ist essentiell für Wachstum, Wundheilung und für die Immunabwehr. Zum Beispiel auch für die Haare, Haut, Knochen, Augen und für die Leber. Und in dem männlichen Fortpflanzungsorgan, ja gut, das haben wir ja noch nicht, das Problem. Also diese Zinkkapseln, da sind auch drin 240 Stück. So. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann euch ja das mal vorlesen, was da steht über diese Firma Sunday. Da handelt es sich um Premium-Ergänzungsmittel und die haben über 1500 erlesene Produkte von höchster Qualität und Reinheit. Was für mich eben auch wichtig war, da gibt es auch Superfoods und da gibt es Tees und alles Mögliche, sind die Kapseln, wie die hergestellt sind. Also eine große Produktvielfalt, Premiumprodukte zu fairen Preisen, Mikronährstoffe auf allerhöchstem Niveau, direkt vom Erzeuger. Auch nochmal zu diesem Zinkkomplex, der ist mit 8 Zinkformen plus Vitamin C. Also das sind 8 verschiedene Zinkverbindungen mit sich ergänzenden Wirkstoffschwerpunkten. So. Die sind gut fürs Immunsystem, Fruchtbarkeit, Fettstoffwechsel, Sehkraft, Haut, Haare, Nägel, die Proteinsynthese. Reine Wirkstoffe, frei von jeglichen Zusatzstoffen. Das ist für mich so wichtig, dass da keine Zusatzstoffe und Füllmittel und Hilfsstoffe dabei sind. Und die Form der Kapsel natürlich ist auch ganz wichtig. Genau, hier ist nochmal diese Kapselhüllen. Verwenden wir ganz besondere HPMC-Kapseln, die im Gegensatz zu den meisten sonstigen Kapseln am Markt 100% frei sind von deklarierungspflichtigen Hilfsstoffen und PEGs. So. Und natürlich als Verpackung immer diese lichtgeschützten braunen Gläser. Also ich bin da wirklich, durch diese Reinsubstanzen, ich bin da wirklich richtig begeistert von dieser Firma. Und dann müsste ich euch noch mal was sagen zu diesem, da bin ich also auch der Werbung verfallen, da ging es um diese Lichtkraft. Das wurde hier auch auf YouTube angepriesen. Und man will ja mal was tun für sich und denkt sich, naja, irgendwie mache ich da jetzt was. Ne? Also ich gebe dann mal das Geld aus und da geht es hier um diesen grünen Saft für mehr Energie. Und da ist drin, also die Getreidesorten Urweizen und Gerste gehören zu den ältesten vollwertigen Nahrungsmitteln der Menschheit, bla bla. So, das Ding ist aber, und deshalb, ich hatte mich mit einer Ärztin darüber unterhalten, wenn da schon steht, dass ich dreimal am Tag so und so viel Kapseln nehmen soll, da frage ich mich, wieso so viele Kapseln? Oder fragte sie sich, sagte sie, naja, das Ding ist, die werden eben mit anderen möglichen Wirkstoffen und Füllstoffen noch gefüllt. Und es geht natürlich ums Verkaufen, weil
es reicht doch eigentlich eine Kapsel. Überleg mal, was ich jetzt schon an Kapseln nehmen muss. Und das finde ich schon irrsinnig viel, obwohl es gar nicht so viel ist. Aber hiervon soll man 3x5 nehmen. Gut, gibt es auch als Pulver, kann man auch machen. Also das hat relativ wenig gebracht. Man hat natürlich auch viele Fehlentscheidungen oder Fehlkäufe dabei. Das ist leider so. Also wie gesagt, eine Kapsel, der Wirkstoff muss da gezielt drin sein, ist meine Devise. Und nicht, dass ich dreimal am Tag 5 Kapseln einwerfe. Also sorry, nee, das ist mir too much. Wie gesagt, hier kriegt ihr eine pure Meinung ohne einen Code. Ich meine, vielleicht hat irgendjemand anders einen Code. Kann ja sein, dass... Ich hätte auch Sunday anrufen können. Sunday Nature ist passt auf, ich mache ein Werbevideo für euch. Aber nee, ich möchte das unabhängig machen. Ich möchte das unabhängig machen von irgendwelchen Firmen, dass ich euch hier meine Meinung sage dazu, was ich benutze, warum ich das benutze, ob es mir gut tut. Ja, es tut mir gut. Auf jeden Fall, wisst ihr, ich habe auch in den Griff bekommen, den flotten Otto, den ich jahrelang hatte. Also ich habe auch andere Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert, möchte ich jetzt nichts weiter dazu sagen, die ich in die Tonne geworfen habe. Ich habe sie aus gutem Gewissen weiterempfohlen, aber der Person ging es genauso. Also es gibt auch viele Dinge auf dem Markt, die einfach nur so scheinen. Also wo mehr Schein als Sein ist. Und das ist mit Nahrungsergänzungsmitteln, wie mit der ganzen Beauty- und Kosmetikbranche, ein Riesenbusiness. Und da muss man ein bisschen recherchieren und ein bisschen gucken, was nehme ich, was ist gut für mich. Auf jeden Fall, wenn ihr anfangt mit Nahrungsergänzungsmitteln, speziellen, lasst euren Mangel oder lasst euer Blut mal checken. Lasst mal checken, was da los ist, wo ihr Mangelerscheinungen habt. Ja? Und wenn ihr das bezahlen müsst beim Arzt, wenn es die Kasse nicht übernimmt, mein Gott, dann bezahlt das. Es geht um... Brille runtergefallen. Es geht um eure Gesundheit, ne? Und nicht um eine Lidschattenpalette oder wie schminke ich mir, hast du nicht gesehen. Also es geht um eure Gesundheit. Deshalb ist ja die Ernährung wichtig, die Ergänzung ist wichtig und Sport ist wichtig. Und ich predige wie ein Wanderprediger, bitte macht mehr Sport. Ich habe diesen Sportkanal jetzt wieder so ein bisschen, nicht Sportkanal, diese Sportvideos ein bisschen aktiviert, dass ihr einmal die Woche ein Sportvideo bekommt am Donnerstag. Und es sind schon mehr, aber es geht immer noch schleppend voran. Also ich kann euch das nur ans Herz legen, ihr Mädels, wenn ihr in der Menopause seid, in den Wechseljahren, wenn ihr auch jünger seid, fangt einfach an, tut was für euch. Man muss sich jetzt nicht kasteien, ihr könnt alles irgendwie essen, aber alles... In Maßen, jetzt kriege ich wieder den Schluck auf, also ob das jetzt Fleisch ist oder man ein Glas Wein trinken, was soll's, wir leben. Aber es ist trotzdem ganz gut, weil wir nun so lange leben und so alt werden, wenn man so ein bisschen dem Körper hilft, was er einfach nicht mehr bekommt. Ja? Vielleicht auch durch die Lebensmittel, weil wir unsere Böden sind ausgelaugt. Ja? Ich meine, egal ob der jetzt nur Bio ist oder das ist nicht egal, das ist schon gut, wenn man... pestizidfreies Gemüse zu sich nimmt oder Salat, das ist auf jeden Fall besser. Wir haben die eigene Verantwortung für uns selber. Es ist einfach eure Entscheidung. Wie möchtet ihr altern? Möchtet ihr unbeweglich, irgendwo schwerfällig, kurzatmig im Sessel hängen oder möchtet ihr noch ein bisschen eure Beweglichkeit genießen? Weil Beweglichkeit bedeutet auch Freiheit. So. Freiheit auf dem Kopf noch, dann habe ich meine Güte, ja, was die Kopfhaut betrifft. Ich habe mir da jetzt, obwohl ich ja von Asam Beauty eigentlich begeistert bin von diesen Shampoos, weil die ja viele auch diese schädlichen Inhaltsstoffe nicht haben, auch trotzdem gut. Also Shampoo machen habe ich auch probiert. Ich habe mir sämtliche Hilfsmittelchen dazu gekauft, ob das ist eine Seife, dass ich mir eine Seifenlauge aus Lorbeer und Olivenblättern machen kann. Das ist wirklich toll alles. Ich habe mir verschiedene Öle gekauft und ich habe Rosmarin und Lavendel. Ich habe das geerntet hier und habe das ausgekocht, habe mir versucht, ein Shampoo zu machen und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich habe in Foren gelesen, dass mit dem Shampoo ist es wirklich schwieriger, aber mit Conditioner oder Leave-In-Spray oder mit Kopfhaut-Tonikum ist es einfacher. Also ein Shampoo zu machen, ohne dass die Haare strähnig aussehen, das ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung. Das habe ich jetzt mal sein gelassen. Ich habe sehr viel rumexperimentiert,
Aber was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel ein Rosmarinwasser und ein Lavendelwasser. Und das ist ganz, ganz einfach. Wir haben alle irgendwie Rosmarin, Lavendel, vielleicht im Garten, auf dem Balkon. Man kann es kaufen. Es ist sehr, sehr günstig. Sind beides mediterrane Pflanzen, die man sowohl innerlich als auch äußerlich anwenden kann. Zum Beispiel ein Rosmarinwasser ist in Verbindung mit ein bisschen Rosmarinöl sehr gut fürs Haarwachstum, für die gestresste Kopfhaut, um die Haarfollikel wieder zu aktivieren, dass da wieder ein bisschen Bewegung auf die Kopfhaut kommt, gegen trockene Kopfhaut. Also ich habe mir jetzt ein Rosmarinwasser gemacht, was ein bisschen aktivierend ist, und Lavendel ist ein bisschen beruhigend. Einfach so ein Sud gemacht, so eine Handvoll von diesen Blüten oder von so einem großen Rosmarinzweig und ein bisschen Wasser dazu, dann aufgekocht, runtergenommen, stehen gelassen, abkühlen lassen, und dann wird das umgefüllt entweder. Also so sieht zum Beispiel jetzt das Lavendelwasser aus, so braun. Also wenn man jetzt blond ist, ist es natürlich ein bisschen doof, wenn man so platinblond ist, weil das färbt dann ein bisschen, dann kriegt das vielleicht so ein bisschen so einen Braunstich. Aber normale Haare, jetzt mittelblond, dunkelblond, rötlich, dunkel, also so sieht das aus. Und ich habe das dann abgefüllt in so kleine Vaporisateure, ne, dass man, das ist jetzt hier das Lavendelwasser. Also der Nachteil ist, deswegen würde ich immer nur kleine Mengen machen, dass es nicht unbegrenzt haltbar ist. Aber ihr habt das reine Naturprodukt. Und hier habe ich umgewandt von Nahuhu, das die Flasche, da habe ich jetzt das Rosmarinwasser drin. Und das riecht, der pure ätherische Kräutergeruch. Also das ist so fantastisch. Und was soll ich mir da irgendwelche anderen komischen Sachen, die in den anderen Wässerchen drin sind, die man zu kaufen bekommt. Da ist ja doch immer irgendwas drin, um es haltbar zu machen. Irgendwelche komischen chemischen Geschichten sind überall drin. Ihr müsst euch nur mal die Inhaltsstoffe durchlesen. Und back to the roots. Es ist so einfach, sich so ein Wässerchen selber zu machen. Das wirkt allerdings auch noch erfrischend. Man kann sich also beruhigen. Man kann auch das Lavendelwasser ins Schlafzimmer sprühen. Vielleicht noch ein Tröpfchen Lavendelöl dazugeben oder hier Rosmarinöl. Ja, also das ist ganz, ganz einfach. Ich habe das jetzt nicht mitgefilmt, weil, sorry, das ist wirklich einfach. Eine Handvoll von diesen Blüten nehmen oder so ein Rosmarinzweig. Nur ein bisschen Wasser, was in die Flasche so geht, ne, wie ihr es abfüllen möchtet. Kurz aufkochen lassen, vom Herd nehmen, ziehen lassen, abkühlen lassen, umfüllen. Deswegen brauchte ich einen Trichter. Und so einfach ist das. Und dann habt ihr ein ganz tolles, erfrischendes Wasser für die Kopfhaut, für die Haare, fürs Gesicht, für alles. Und da passiert nichts. Es ist auch entzündungshemmend bei Mückenstichen, also mit dem Lavendelwasser. Das ist wirklich fantastisch. Ich weiß nicht, warum ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. So, ihr Lieben, jetzt habe ich, glaube ich, genug gebabbelt. Ist da noch irgendwas, was ich erzählen möchte? Nö, eigentlich nicht. Ach doch. Es ist ja Schlössernacht von Freitag bis Sonntag. Die Schlössernacht haben wir. Das ist jährlich in Potsdam findet die Schlössernacht statt. Das heißt, der ganze Park Sanssouci ist in Licht illuminiert, besonders immer die Orangerie. Also wunderschön. Es gab schon zu Ostzeiten. Und es finden in den Schlössern klassische Konzerte statt. Es finden Lesungen statt. Es ist Romantik, Entertainment. Es ist Historie, es ist bestimmt auch wieder voll. Eintrittskarten, weiß ich nicht, was die kosten. Ich glaube, ich weiß es gar nicht genau. Also ich habe das große Glück, dass ich mitgenommen werde. Genau, und ich freue mich da wirklich sehr. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Besonders schön ist es immer, ich glaube, das ist dieses Jahr auch wieder am Neuen Palais. Da wird dann immer die 9. von Beethoven gespielt. Da gibt es auch viele Zaungäste, weil man hört das natürlich auch über die Grenze des Parks hinaus. Ne? Also wird da so auch toll werden, also mit dem Fahrrad unterwegs sein und irgendwie so rumfahren. Also außenrum rumfahren, im Park darf man ja nicht Fahrrad fahren. Ja, und dann sind eben überall so Stände und also so Stände aufgebaut, wo man was essen kann, Cocktails trinken kann. Es ist an der Orangerie, glaube ich, immer am meisten los, weil es durch diese Terrassen, durch diese Freitreppen da und diesen Springbrunnen da ist immer also vor zwei Jahren war da eine ganz tolle, so eine Zaubernummer auch. Und dann ist die Orangerie in so ein irres Licht gehüllt. Das sieht's, und dann diese Musik, das ist so,
Ja, das ist praktisch ein Wegbeamen in eine andere Zeit und da freue ich mich sehr drauf. Das werde ich jetzt am, also, genau, machen. Schleusernacht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Talk so für euch am Samstag. Ich weiß ja, dass ihr das gerne macht, morgens anschalten, Kaffeetasse nehmen oder am Bügelbrett stehen und zuhören und was gibt's Neues. Wie gesagt, wenn jemand den Fummel haben möchte, gerne anschreiben. Ansonsten, ja, der ist wirklich süß. Also nur, wisst ihr, das ist ein bisschen weit. Irgendwie seht ihr das ja. Aber hier vor der Kamera geht's ja. Da fällt nur Strauß. Also, ist süß. Ich wünsche euch wie immer das Allerbeste. Seid bitte besonders gut zu euch und alles Liebe. Bleibt gesund. Genießen wir die letzten Sommertage. Wir haben jetzt Altweibersommer schon fast, ne? Genau, Altweibersport im Altweibersommer. Ich finde es übrigens toll, dass ihr so positiv auf dieses Wort reagiert habt. Altweibersport. Genau. Außer einige, ja, nee, nicht einige, eine eigentlich nur. Die fand das nicht so gut. Na gut, ich habe sie gefragt, wo ist dein Humor geblieben? Mein Gott, wir müssen es einfach humorvoll sehen. Also, humorvoll sehen, bitte immer euer Gehirn einschalten. Nicht sich alles, nicht alles nur so aufnehmen und sich berieseln lassen und manipulieren lassen. Ganz wichtig ist, wir sind es uns wert und wir sind es uns schuldig, dass wir auch unsere Gehirnzellen nutzen. Ne? Ihr Lieben, also nochmal in diesem Sinne ein wundervolles Wochenende. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.